Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard. Wir sind endlich soweit, in Isengard loslegen zu können. So schaut's aus. Das heißt, ich stelle jetzt hier alles ein und dann fangen wir mit Isengard an. Ha. Wer hätte das gedacht? Wir sind bald durch. Bald haben wir es geschafft. Bald sind wir durch. Super Sache. Okay. Jetzt lasst mich mal gucken, wie man das alles anstellt. Ich starte natürlich in Isengard, das ist klar. Wir haben die Menschen. Wir haben... Die Zwerge sind immer sehr ekelige Gegner. Die Orks sind auch ziemlich stark. Mordor können wir noch mitnehmen. Und dann vielleicht noch Angmar. Schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Menschen, Mordor, die Orks, Angmar und Zwerge. Vielleicht nehmen wir statt den Zwergen noch die... Ja. Die Zwerge werden jetzt Angmar und Angmar wird Elben. Das hat den einfachen Sinn, dass ich schneller, früher an die Kämpfe komme, beziehungsweise ich nicht so leicht an die Regionen auf der linken Seite komme, also im Westen. Das dürfte sinnvoll sein. Denke ich mal. So, dann verteilen wir noch ein paar Helden. Genau. Angmar, ja, wieso nicht, Lord Sarlacc, das passt schon. Ich bin Isengard. Der Flammzepter-Magier war echt stark. Aber vielleicht nehmen wir doch einen anderen. Sultan Abdan. Ich kenne den Sultan nicht. Ich habe halt so viele Helden mal erstellt, da weiß ich nie, wer was ist. Aber ich glaube, ich nehme einfach den Sultan. Das könnte ziemlich cool sein. Ja, nehmen wir mal den Sultan. Schauen wir mal, wie das wird. Handicaps gibt es keine. Kein Timer. Schlachttyp Priorität RTS. Automatisch behalte ich mir das Recht vor, falls das Spiel abstürzt, wenn ich in Echtzeit gehen will. Den Fehler gab es nämlich mal. Dann muss man den ganzen Ringkrieg neu machen oder das irgendwie... Also, ich lasse mir das offen für Notfälle. Ansonsten sieht es gut aus. Orks, Menschen, alles auf Brutal, alles auf Stufe 2. Und dann fangen wir mal an. Los geht's. So. Dann verteilen wir die Truppen ein wenig. Okay. Ich glaube, am Anfang baue ich erstmal eine Urukgrube oder ich baue eine Rüstkammer. Wenn ich eine Rüstkammer baue, das könnte ziemlich klug sein, wisst ihr was? Ich lasse die Einheiten hier. Ich lasse die hier und rüste die erstmal auf. Vielleicht so? Ich muss gucken, wo ich meine starken Helden und wo meine schwächeren Helden hinpacke. Lurz ist ziemlich mächtig und Saruman ist ziemlich stark. Der Sharku ist situationsabhängig und der Grima ist so, naja, weiß nicht. Der ist sehr speziell. Aber ich glaube, so ist es in Ordnung. Saruman nach links. Ja. Und schon geht's Gekämpfe los. Kämpfen wir erstmal hier im Fangorn. Und dann sehen wir mal, wie das funktioniert. Könnte sehr interessant werden. Könnte wirklich sehr interessant werden. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt
muss ich aber doch nochmal ganz kurz was schauen. Ich bin da immer so unschlüssig. Das passt. Okay. Also. Fangorn. C. Schmelzofen bauen. Schmelzofen bauen. Beziehungsweise bauen wir erstmal eine Uruk-Grube. Clanhütte. Oh ja. Hier hinten hat es einen Vorposten. Den hole ich mir natürlich. Und ich glaube, Verwüstung. Natürlich. Ich finde das cool, dass die nicht so viel kostet. Also wenn man mit Urukai spielt, ist das toll. Wenn nicht, wenn man gegen Urukai spielt, ist halt heftig. Aber die brauchen das auch. Also die Urukai sind auch relativ teuer. Irgendwie. Und die Verwüstung ist natürlich nur dort gut, wo es viele Bäume hat. Das heißt, in Gebieten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gefecht spielen würde, wo es sehr viel Schnee hat, dann wäre es schon mal fragwürdig, ob man wirklich da kämpfen möchte. Ne? So, der macht es. Ja. So, den noch. Dann nehmen wir das Ding ein. Ja, ich baue nochmal eine Urukgrube. Und dann mal einen Turm. So, waffenbereit. Die haben die Schildformation. Weniger Geschwindigkeit, mehr Rüstung. Ja, sehr praktisch. Die Berserker sind sehr mächtig. Die werde ich mir auch holen. Na komm, mit dem Schwert bist du ein bisschen stärker, oder? Früher stand das dran, ob die mit dem Schwert stärker sind oder mit dem Bogen. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob es da jetzt einen Unterschied gibt oder nicht. Aber früher gab es da einen Unterschied. Hier bauen wir auch noch einen Turm hin. Ah, bauen wir mal ein paar Lanzenträger. Gegen was kämpfe ich überhaupt hier? Brutale Orks, okay. Stopp, 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 stopp. Ah, siehst? Seht's mal an, wusste ich doch. Ich brauche hier einen Turm. Ja, ja. So. Die Urukai in der Formation sind ziemlich mächtig. Die müssten das hinkriegen. Den Schmelzofen werde ich verlieren. Ist erstmal doof. Aber ist nicht so super schlimm. So. Der holt sich das Geld. Dann schalten wir die Waffe um. Oh, das ist jetzt natürlich knapp. So, die Urukai haben es geschafft. Aber der hat mir das weggenommen. Ah, der haut mir hier alles weg. Das ist natürlich jetzt böse. Ja gut, das Ding ist zerstört, ne? Dann greifen wir jetzt da mal an. Und bauen dann ein neues Sägewerk. Ja, der macht mir schon viel kaputt hier, der böse Typ. Da gibt es gerade nicht viel, was ich ändern kann. So. Aber das müsst ihr jetzt halten. Und dann bauen wir hier den Schmelzofen auch wieder auf. C war das, ne? Ja. So, der kann hier kämpfen. Der macht gut Schaden, der Lutz. Das passt. Da könnten wir einen Schmelzofen. So. Und es gibt einen guten Grund, warum ich jetzt die Arbeiter wegschicke. Das Ding ist nämlich, die kosten erstens Versorgungspunkte. Zweitens kriege ich neue durch das Sägewerk. Und es müssten genug sein. Das, also wenn ich zu viele Arbeiter habe, es kann immer nur einer zeitgleich abgeben. Das heißt, wenn man zu viele Arbeiter hat, bringen die einem nichts. Das ist nur totes Kapital, totes Supply, wie auch immer. Das ist schlecht, finde ich. Und ich weiß nicht, was das Optimum ist, muss ich ehrlich gestehen. Aber 5 ist, glaube ich, ganz okay. Also bleibt mal erstmal bei 5. Und das passt dann schon. Ja, darf er ja auch. Sind das die Stufe 2? Ja. So, das nehmen wir uns auch ein. Dann greifen wir da an. Beziehungsweise hier kommt der Azog. Da greifen wir hier mal an. Der Azog, der hält das nicht lang durch.
Hier geht's mal in den Turm. Das ist eigentlich die Idee, um meine Grenzen ein bisschen zu verbessern. Auf Stufe 3 muss ich aber jetzt nicht gehen. So. Dann können die da angreifen. Theoretisch. Ja. So, passt. Dann greifen wir jetzt hier an. Dann bauen wir hier weiter. Ich muss mich erstmal an die Urukai gewöhnen. Die sind super stark, die Berserker. Die Berserker, die hauen einfach drauf. Schaut, schaut euch das an. So, ich habe hier noch einen Arbeiter. Das heißt, 4 neue bauen wir. Und damit greifen wir dann da an. Schaut euch an, was der Schaden macht. Bumm, bumm. Der hat halt hohen Schaden und auch einen hohen Angriff. Also auch sein Angriffswert ist ziemlich hoch. Wie soll's da angreifen, Mann? Ah, da ist Gorkil. Oder Gorkli oder wie auch immer der heißt. So, gleich gibt's die Verwüstung. Das müsste mir helfen. Bild mal nochmal aus. Da ist noch einer. So, und Ende. So, ich verwüste nicht, wo ich bin. Ich verwüste hier oben. Also, ich meine, ich verwüste nicht dort, wo ich Sägewerke habe. Das macht nämlich keinen Sinn, denen die Rohstoffe wegzunehmen. Am ehesten sollte ich beim Gegner verwüsten. Aber das geht halt auch nicht immer. So. Naja, die haben guten Schaden. Und, bumm, mit einem Schlag hauen die Berserker da alles tot. So, die ziehe ich zurück. Dann gehst du jetzt so drauf. Die machen das schon. Und die gehen da rein. Weil dann habe ich überall ein paar andere Schützen stehen. In den Türmen. Das ist gar nicht so schlecht. Bauen wir hier mal noch ein Sägewerk. Und dann bauen wir da oben noch eine Rüstkammer dazu. Das ist aber nicht in Ordnung. Wo ist denn der Lurz? Achso, hier. Ja klar, der kämpft sich da durch. Die müssten das gewinnen. Ich habe den Ring, das ist schon mal nicht schlecht. Sobald die Orks tot sind, nehme ich das Ding zurück. So. Das heißt, die können eigentlich darüber latschen, ne? So, das holen wir uns. Werden die angegriffen? Oh ja. So. Das schaut jetzt hier langsam dann böse für den Lurz aus. Das macht er auch nicht mal lange mit. So. Gold mitnehmen. Vielleicht kann das noch durchkämpfen. Hoffe ich mal. Jetzt ist er Stufe 3, das ist nicht schlecht. Das Ding nehmen sie mir auch bald wieder weg. Aber ich bilde nochmal ein paar Uruks aus. Na, der Lutz, der stirbt bald. Aber die Berserker sind da. Und die sind wirklich nützlich. Da schaut's, die machen das schon. Der Lutz müsste das überleben. So. Hier haben wir Bogenschützen drin. Hier Bogenschützen, also Armbrustschützen halt. Bild man nochmal aus. Ja, das läuft doch ganz ordentlich. Es ist so nervig. So. Was können wir uns noch holen? Lurz ist gefallen. Das ist jetzt natürlich doof. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es den erwischt, aber na gut. Das hilft jetzt alles nichts. Na, die machen das nicht lange.
So. Dann erweitern wir das Ganze mal. Na, vielleicht noch ein paar normale Urukai. Aber wir können auch beide Gebäude, das ist ziemlich nützlich. Da machen sich die Berserker gut bezahlt. Hier oben gewinnen wir. Nee, groß genug ist die Armee mit Sicherheit noch nicht. Das wüsste ich. Glaubt mir, ich weiß, wann die Armee groß genug ist. Und sie ist... Oh, der hat Feuerdrachen ausgebildet. Die tun weh. Das macht auch gar keinen Sinn, die Schwertkämpfer dahin zu schicken. Die Lanzenträger haben vielleicht eine Chance, aber nicht die Speerträger. Also nicht die Schwertkämpfer. Weil die Feuerdrachen sind schon sehr mächtig. Boah. Aber wir haben es überlebt. Gut, ich meine, die Dinger kosten natürlich auch viel, ne? Da unten wäre ein Turm noch nicht schlecht. Vielleicht sogar zwei Türme. Müssen wir mal schauen. Ich werde es am geschicktesten lösen. Und ihr seht schon, die Verwüstung braucht es. Das Zeugs ist alles sehr teuer. Irgendwo war ein Troll. Boah. Ja. Okay. Ihr nehmt das ein. Ihr lauft da lang. Ich würde gern mehr haben, mehr ausbilden, aber das geht gerade einfach nicht. Da kommen Spinnen, da kommen auch ein Troll. Troll ist natürlich auch sehr gefährlich. Ihr sollt das einnehmen. Blödköpfe. Ja, das ist das Ding. Okay. So, die gezüchteten Irren. Die schicken wir jetzt auch mal dahin. So, das gab Geld. Oh, 1000 ist schon sehr teuer. Na, mal gucken. So. Zweites Türmchen. Oder vielleicht ein Warg-Vorposten. Das ist gar nicht so dämlich. So ein Warg-Vorposten ist auch nicht schlecht. Da unten haben wir eine heftige Schlacht. Ah. Hier geht's da mal rein in den Turm. Ein bisschen taktisch muss ich hier gerade spielen. Zumindest versuchen. So. Dann können wir es ja hier wieder rausnehmen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die Spinnen sterben auch. Codewort für diese Episode: Spinnenbeine. Oder Spinnenbein. Eins von beiden. Ist mir beides recht. Ein Spinnenbein. Ich glaube, ich baue nochmal ein Sägewerk. Oder nee, Schmelzofen. So, und hier machen meine Waage gut Stress. So. Dann greifen wir jetzt hier an. Holen uns die Feuerpfeile. Wird aber langsam hier uncool, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also eigentlich sollte das hier genug sein, dass sie das nicht einnehmen können. Ne? Sollte. Eigentlich. Die Lanzenträger gehen dahin. Das ist eine sehr interessante Schlacht hier.
die ich sehr gut auch verlieren könnte. So. Dann bilden wir nochmal ein paar Urukai aus. Ein zufälliges Telefon klingelt zufällig. Da muss ich mich zurückziehen, das hat so keinen Wert. Ja, ja, die machen hier ganz, ganz blöden Quatsch. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Muss ich mich nochmal ein bisschen zurückziehen? Ah, das ist doof. Dass der hier hinten reinrennt und alles kaputt macht, das ist doof. Uhuhu! Das ist aber riskant. Ah, hier haut er mir alles kaputt. Das ist natürlich auch nicht gut. Doch, wir können gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ich darf die erste Schlacht nicht verlieren. Aber die Orks sind halt schon sehr gefährlich, ne? Wenn sie nur die Trolle vernichten würden. Das täte mir schon sehr helfen. So, Balliste bauen. Ich find's halt doof, dass er es tatsächlich geschafft hat, da oben das Zeugs zu zerstören. Und zwar gnadenlos alles. Aber gut, dann kann er es nicht mehr benutzen, wenn er es vernichtet hat. Ist dann gar nicht so schrecklich. Schmelzöfen, die tun halt weh. So, jetzt haut er ab, er will den Ring in Sicherheit bringen. Ich kann dort unten so halt nicht gewinnen. Schießt, schießt, schießt! Boah. Oh, das tat weh. Das war nicht sehr klug. Das war nicht sehr klug. So, Balliste. Mehr davon. Ihr sollt kämpfen. Oh, was machen die denn da? Jetzt bin ich mal gespannt. Unbedingt auf die Drachen. Unbedingt müssen wir hier auf die Drachen gehen. Oh Mann. Der brettert gut durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, der drängt mich wirklich Stück für Stück zurück, ne? Aber hier gewinne ich jetzt. Kurzzeitig. Auch nicht langfristig. Hier wirft er mir auch alles zu Klump. Die KI ist hier ziemlich stark, muss ich jetzt gestehen.
Ja, und der Troll da unten ist natürlich auch sehr blöd. Das ist alles nicht so super. Hier hat sie da Drachen. Vielleicht können wir sie töten. Gut. Ja, ja, die greifen jetzt da unten an. Das ist das Problem. Aber mit den Ballisten, das könnte klappen. Muss man mal gucken. Die Ballisten, das könnte klappen. Ich muss nur hier diese Engstelle irgendwie festhalten. Und da durchpushen. Und hier halt die Häuser wieder, die Öfen wieder aufbauen. So. Genau, schön draufhauen. Was? Nix gibt's hier. So, Ballisten, bitte das hier zerstören. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Ach so, und die stehen da hinten rum und denken sich, trollololol, ist das nicht ein totolles, trollololol, ja, ja. Ja, ja. Sauerei hier. Ah, das tat weh. Also ich habe schon vor, hier alles von ihm zu zerstören. Aber das muss halt... Naja, das dauert halt, ne? So. Wie machen wir das jetzt hier? Die Ballisten können hier auf den Turm angehen. Turm. Dann das Zeugs. Oh oh. Lauf. Lauf weit und dann bleib, wo du bist. Ich glaube, wir sind dabei zu gewinnen. Die Musik hat sich zu unseren Gunsten geändert. Ah, ich könnte hier aber noch gut verlieren. Muss man mal gucken. Ja, diese blöden... Naja, komm, das ist jetzt nicht so schlimm. So... Alles vernichten. Alles, was wir vernichten können, sollten wir vernichten. Ja, das passt schon. So, Verwüstung gibt's gleich wieder. Ich glaube, so langsam habe ich ihn dann gebrochen. Aber das war knackig, also die Orks sind ein guter Gegner, vor allem für den Anfang. Der hat hier 3, 4, 7 Gebäude oder was zum Ausbilden. Pff, Halleluja, das ist eine Menge Zeugs. Ja, das hat er eingenommen, aber das bringt ihm ja nichts. So, hier. Wenigstens ein bisschen verwüsten.
Ja, das macht nichts. Spätestens wenn der Schmelzofen Stufe 3 ist, hört das auch wieder auf. So, Rüstungen können wir uns noch holen. Vielleicht. So. Ja, sie greifen die Sägewerke. Oh yeah. Schwere Rüstungen, Baby. Jetzt wird's geil. Jetzt habe ich dann schwer ausgerüstete, gelevelte Armbrustschützen. Oh, da stehe ich drauf. Das gefällt mir. Die auch noch. Wir sollten hier aber nicht auf einem Fleck stehen, ne? Das kommt nicht so gut. So. Passt. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut durchgewonnen. Komm schon. So. Das zerstören, das zerstören. Ja. Können uns zurückziehen, haben gewonnen. Brauchen gar keine Verluste mehr zu akzeptieren hier. Das haben wir gewonnen. Huh. Das war eine knackige Schlacht. Oh. Aber wir haben es geschafft. Ein sehr guter Start für diesen Ringkrieg. Ein sehr guter Start, muss ich sagen. Wirklich. Ein Bombenstart. Wenngleich es doch sehr lang gedauert hat. Aber na gut. War eine gute Schlacht. Definitiv. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.